Summa Theologica, erster Teil, Frage 2. Über die Existenz Gottes. Artikel 1. Ist Gott selbst evident oder nicht? Einwände, die den Eindruck erwecken, Gott sei selbstverständlich. Erster Mann sagt, dass diejenigen Dinge selbstverständlich sind, deren Wissen uns angeboren ist, ZB. Erste Prinzipien. Das Wissen, dass Gott existiert, ist jedem von Natur aus eingeprägt. Deshalb ist Gott selbstverständlich. Zweiter Mann sagt, dass die Dinge selbstverständlich sind, die bei der Nennung ihres Namens sofort erkannt werden. Dies schreibt der Philosoph in I Postul den ersten Prinzipien der Demonstration zu. Wenn man zum Beispiel weiß, was das Ganze und was der Teil ist, weiß man sofort, dass das Ganze größer ist als sein Teil. Wenn man also die Bedeutung dieses Namens, Gott, verstanden hat, kommt man sofort zu dem Schluss, dass Gott existiert. Wenn mit diesem Namen das Unermessliche gemeint ist, das verstanden werden kann, dann ist das, was in der Wirklichkeit und im Verstand gegeben ist, unermesslicher als das, was im Verstand allein gegeben ist. Da das, was mit diesem Namen, Gott, gemeint ist, unmittelbar im Verstand verstanden wird, muss daraus geschlossen werden, dass es auch in der Wirklichkeit ist. Deshalb ist Gott selbstverständlich. Dritter, dass die Wahrheit existiert, ist selbstverständlich, denn wer leugnet, dass die Wahrheit existiert, sagt, dass die Wahrheit existiert, denn wenn die Wahrheit nicht existiert, ist es wahr, dass die Wahrheit nicht existiert. Aber damit etwas wahr ist, muss die Wahrheit existieren. Gott ist die Wahrheit selbst, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Daher ist es selbstverständlich, dass Gott existiert. Dagegen, niemand kann das Gegenteil von dem denken, was selbstverständlich ist. Es ist aber möglich, das Gegenteil von der Tatsache zu denken, dass Gott existiert, gemäß Psalm 52,1, der Narr sagt in seinem Herzen, Gott existiert nicht. Daher ist es nicht selbstverständlich, dass Gott existiert. Antwort: Der Beweis für etwas kann auf zwei Arten erbracht werden. Das eine an sich und nicht für uns, das andere an sich und für uns. So ist ein Satz selbstverständlich, wenn das Prädikat im Begriff des Subjekts enthalten ist, wie der Mensch ein Tier ist, da das Prädikat Tier im Begriff des Menschen enthalten ist. Wenn also jeder wüsste, woraus das Prädikat besteht und woraus das Subjekt besteht, wäre der Satz für jeden selbstverständlich. So verhält es sich mit den ersten Prinzipien der Demonstration, denn ihre Begriffe wie Sein, Nichtsein, alles Teil und dergleichen sind so geläufig, dass sie niemandem unbekannt sind. Im Gegenteil, wenn einige nicht wissen, worin das Prädikat besteht und worin das Subjekt besteht, wird der Satz selbstverständlich sein, aber nicht für diejenigen, die nicht wissen, worin das Prädikat besteht und worin das Subjekt des Satzes besteht. So kommt es, dass es, wie Boethius sagt, Begriffe des Geistes gibt, die allen gemeinsam und selbstverständlich sind, die aber nur die Weisen verstehen, ZB, dass das Unkörperliche keinen Platz einnimmt. Daher sage ich, der Satz Gott existiert, an sich betrachtet, ist selbstverständlich, da in ihm Subjekt und Prädikat dasselbe sind, denn Gott ist sein Wesen, da wir nicht wissen, worin Gott besteht, ist er für uns nicht selbstverständlich, sondern wir müssen ihn durch das beweisen, was für uns offensichtlicher ist und weniger durch seine Natur, das heißt durch Wirkungen. Zu den Einwänden. Erster, allgemein und nicht ohne Verwirrung zu wissen, dass Gott existiert, ist unserer Natur in dem Sinne eingeprägt, dass Gott das Glück des Menschen ist, da der Mensch von Natur aus glücklich sein will, weiß er von Natur aus, was er von Natur aus begehrt. Aber das kann man nicht gerade als Wissen um die Existenz Gottes bezeichnen, so wie zum Beispiel das Wissen, dass jemand kommt, nicht das Wissen ist, dass Petrus kommt, auch wenn es Petrus ist, der kommt. In der Tat glauben viele, dass das vollkommene Gut des Menschen, das die Seligkeit ist, im Reichtum besteht, andere sehen es im Vergnügen, wieder andere in allem anderen. Zweiter, wahrscheinlich versteht derjenige, der das Wort Gott hört, nicht, dass damit das Unermesslichste ausgedrückt wird, was man sich vorstellen kann, denn einige glaubten tatsächlich, dass Gott ein Körper sei. Aber selbst wenn man annimmt, dass jemand die Bedeutung dessen, was mit dem Wort Gott gesagt wird, versteht, folgt daraus nicht, dass er versteht, dass das, was mit diesem Namen gemeint ist, in Wirklichkeit gegeben ist, sondern nur im Verständnis des Verstandes. Es kann auch nicht gefolgert werden, dass es in der Realität existiert, es sei denn, man setzt voraus, dass es in der Realität etwas gibt, das so beschaffen ist, dass etwas Größeres als es nicht denkbar ist. Und das wird von denen, die behaupten, dass Gott nicht existiert, nicht akzeptiert. Dritter, dass es die Wahrheit im Allgemeinen gibt, ist selbstverständlich, aber dass es die absolute Wahrheit gibt, ist für uns nicht selbstverständlich. Was denken Sie, ist Gott selbstverständlich oder nicht? Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video, Artikel 2, ist die Existenz Gottes beweisbar oder nicht?